Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Wir steigen auf in einen klaren Herbstmorgen. Wir fliegen immer entlang der Elbe. Ist das schön. Nach 35 Minuten sind wir über der Stelle, wo in herrlicher Natur die Atomindustrie ihren tödlichen Müll hinkippen will. Das ist hier der Erkundungsschacht. Das ist mal das Endlager. Gorleben. Aus luftiger Höhe sieht es ganz harmlos aus, was Millionen Menschen und auch seriöse Experten als Wahnsinn empfinden. Deutschland ist schön. Ich fahre durch Baden-Württemberg, wo das Atomklo vielleicht genauso gut hin könnte. Wissenschaftler jedenfalls meinen, den Untergrund sollte man hier zumindest erforschen. Das Städtchen Engen, malerisches Kleinod in der Bodenseeregion. Hier gibt es tief unter der Erde mächtige Tonvorkommen. Engen könnte also, rein geologisch gesehen, das süddeutsche Gorleben werden. Eine Vorstellung, die die Leute hier schauern lässt. Sie sitzen ja hier in einer Gegend, wo ein Endlager für Atommüll hinkommen kann. Was sagen Sie dazu? Oh, da bin ich nicht dafür. Ja, also Atommüll will keiner vor seiner Haustür haben. Das ist eigentlich irgendwo logisch, ja. Wenn die Politik nun entscheidet, hier kommt er her. Bin ich auch dagegen. Nur irgendwo muss der Müll doch hin. Ja, ist richtig. Aber irgendwo muss er ja hin. Ja, das ist das Problem. Da ist mir mein Hemd näher als das andere. Aber noch haben wir ja gar kein Endlager. Ja gut, das Gorleben. Auf den Norden. Sicher, dann lieber nach Gorleben, ja. So denken sie hier alle, die braven Bürger wie ihre Politiker. Der Hegau in Baden-Württemberg, wo die CDU seit Jahrzehnten regiert. Die CDU, die gar nicht genug von der Kernenergie bekommen kann, aber mit dem Atommüll will man hier nichts zu tun haben. Ich treffe mich mit dem CDU-Bürgermeister Hans-Peter Lehmann aus Mühlhausen. Der droht, wenn hier Atommüll herkommt oder wenn auch nur nach einem Endlager gesucht wird, dann brennt der Hegau. Herr Bürgermeister, was halten Sie von der Vorstellung, hochaktiven Atommüll möglicherweise hier in Ihrer Gegend endzulagern? Wenn diese Nachricht bei mir auf den Schreibtisch käme, würde ich natürlich erschrecken. Wenn man das im Fernsehen gesehen hat, Castor ist unterwegs, fährt von Frankreich irgendwo zu uns, zu diesen Lagern. Und man sieht dann die Lokomotive und die Waggons hinten dran. Und man sieht diese Leute, die sich Fischketten anschienen. Das sind natürlich schon Horrorszenarien, die sich für so eine Landschaft denn dartun. Wenn man sich denn vorstellt, dass sich so ein Castor-Transport durch Mühlhausen bewegen würde, dann kriegt man schon ein bisschen das Grausen dabei, das ist klar. Sie spielen an auf Gorleben. Nun gibt es ja bei Gorleben immer mehr Zweifel, ob Gorleben geeignet ist. Und deshalb ja kommt Ihre Region erneut in die Diskussion. Schon, aber wir sind einfach in einer sensibleren Gegend natürlich auch zu Hause. Jetzt nicht nur was die Geologie anbelangt, sondern hier natürlich auch die wunderbare Bodenseelandschaft. Ferienregion, Bodensee-Vorland. Und das kann ich mir halt schlecht vorstellen, dass hier wir ein Endlager werden für hochradioaktiven Müll. Wo Gorleben ist, es auch wunderschöne Landschaft. Schon, aber letztendlich soll es ja entscheidend sein, nicht was man subjektiv empfindet, sondern es soll ja objektiv sein und soll ein Verfahren sein. Und ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass es geologisch bessere Standorte gibt. Ich denke jetzt Richtung Salz oder so, wie hier bei uns im süddeutschen Raum. Nun gibt es Gutachten, die sagen, und zwar von Bundesinstituten, die sagen, also diese Gegend, man sollte es zumindest untersuchen. Sind Sie auch dagegen, dass man es überhaupt hier mal guckt und bohrt, ob man es vielleicht doch hierher bringen könnte? Ich würde schon sagen, dass man den Weg, den wir bisher gegangen sind und die Leute, die das seinerzeit ja auch gemacht haben, das liegt ja jetzt alles 50 Jahre zurück, die haben sich ja zu der Zeit auch was gedacht. Und auf dem sollte man schon aufbauen. Die haben sich was gedacht, in der Tat. Nur kommt jetzt heraus, dass ihre Denke damals nicht unbedingt lauter war.
Ich steige ins Filmarchiv des NDR. Ich will mich zurückfallen lassen in die 70er Jahre. Damals begann die Suche nach einem atomaren Endlager. Mehrere Standorte waren von Experten benannt worden, aber nicht Gorleben. Und dann in der Tagesschau gegen jeden wissenschaftlichen Sachverstand die Sensation. Die Entscheidung über das Atomzentrum Gorleben ist gefallen. Ausgerechnet Gorleben. Viele Jahre später tauchen Akten der niedersächsischen Staatskanzlei aus den 70er Jahren auf. Sie besagen, die damalige CDU-Regierung Albrecht hatte Gorleben aus politischen, nicht aus wissenschaftlichen Gründen ausgewählt. Die Gegend war dünn besiedelt und Gorleben lag dicht an der Grenze zur verhassten DDR. Die Landesregierung ist der Meinung, dass dies der richtige Standort ist. Widerspruch wurde nicht geduldet. Der renommierte Kieler Geologe Professor Klaus Duphorn schrieb in einem Gutachten, Gorleben sei nicht sicher, Wasser könne eintreten. Ich besuche ihn Jahrzehnte später. Ich wurde gebeten, dieses Gutachten intern zu diskutieren und umzuschreiben. Ein Wissenschaftler wurde von der Politik mundtot gemacht, weil die Atomindustrie unbedingt ein Endlager für ihren strahlenden Müll braucht. Dabei warnen bis heute immer mehr Wissenschaftler, der Salzstock von Gorleben sei nicht dicht. Schon in den 70er Jahren hatten Experten andere Salzstandorte vorgeschlagen, auch in Süddeutschland. Später kamen weitere Alternativen im Süden hinzu, diesmal große Tonvorkommen. Das Wendland in Niedersachsen, eine paradiesische Gegend. Bauer Horst Wiese nimmt mich mit auf seinem Traktor. Wir fahren zu den Feldern, die direkt über dem Salzstock von Gorleben liegen. Da, wo vielleicht schon bald der Atommüll eingelagert werden soll. Die sogenannten Salzrechte unter seinen Äckern gehören Bauer Wiese. Er hätte also Probebohrungen, das Atommülllager tief unten blockieren können. Hatte es aber nicht getan. Sie hatten es ja mal eine Zeit lang zumindest geduldet und haben gesagt, ja, also irgendwo muss es ja hin. Ja, das habe ich. Ich habe dann einfach gesagt, wir haben so lange Atomstrom auch verbraucht und nun ist es verdammt unsere Pflicht, diese radioaktiven Abfälle irgendwo zu lagern. Und warum jetzt nicht mehr? Ja, weil die uns so belügen, weil die uns einfach nicht die Wahrheit sagen. Hier finden Ablaugungen statt. Und wir haben kein Vertrauen mehr in dem, was uns hier vorgesetzt wird. Diese Leute sind ja unheimlich schnell wieder aus der Verantwortung raus. In 20 Jahren sind die Störfälle und keiner ist mehr für zuständig. Bauer Horst Wiese hat aufgegeben, hat sein Land verpachtet. Er will nicht mehr, wo doch immer neue Ungeheuerlichkeiten über Gorleben durchsickern. Das fromme Landau, ein malerischer Ort im schönen Bayern, wo es eben auch geeignete Standorte für ein atomares Endlager gibt. Dessen CSU-Bundestagsabgeordneter Max Straubinger, ein glühender Verfechter der Kernenergie. Er hat die Schizophrenie auf den Punkt gebracht, bajuwarisch deftig. Wie lautete der Satz, der ja in Deutschland für so viel Aufregung gesorgt hat? Wenn wir eine weitere Endlagersuche veranstalten, zünden wir die Republik an. Aber wenn Sie die Sorge haben, dass, wenn man woanders bohrt, dann die Republik anzündet, sagen Sie ja, die Leute wollen das alle hier unten auf keinen Fall haben. Es gibt ja keinen Sinn, extra nochmals zu bohren, wenn ich bereits einen sehr weit erkundeten Salzstock ja mit habe. Es wäre eine Ressourcenverschwendung, diesen nicht zu Ende zu erkunden. Das ist doch so ein bisschen das St. Florians Prinzip. Wir wollen die Kernenergie. Aber mit der Endlagerung wollen wir hier unten in Bayern nichts zu tun haben. Wenn man überall sucht, weiß ich das aus der Kommunalpolitik. Wir hatten mal 7 mögliche Standorte für eine Reststoffdeponie. Und ich weiß, was das bedeutet. Natürlich bedeutet das dann sofort überall massivste Widerstände. Über uns an der Rathauswand der Spruch: Der Herr beschirmt mit seiner Hand die Stadt und unser Vaterland. Und im selben Versmaß denke ich mir, o heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an.
Diese Materialien hat uns der Herrgott letztendlich gegeben. Und deshalb sind natürlich es wichtig, auch unter den Geist, den uns der Herrgott gegeben hat, hier das Bestmöglichste natürlich daraus zu machen. Die Atomkraft also gleichsam Gott gewollt. Bei der Entsorgung des Strahlenmülls in Moorsleben kann man es besichtigen, haben die Menschen bisher jedenfalls schrecklich versagt. Das atomare Endlager Moorsleben in Sachsen-Anhalt, ein Skandal, bis heute ungesühnt. Ich will es mir ansehen. Moorsleben, dicht bei Helmstedt, war das atomare Endlager der DDR. Nach der Wende wurde es weiter genutzt, eine vorhersehbare Katastrophe. Moorsleben, ein ehemaliges Salzbergwerk, zuständig heute das Bundesamt für Strahlenschutz, dessen Sprecher Florian Emmerich begleitet mich tief unten, wo Fässer mit Atommüll rosten, weil Wasser eindringt. Das hier sind die letzten Fässer, die in Moorsleben eingelagert wurden. Die wurden also in den 90er Jahren eingelagert, bis 1998. Das heißt, alle die Fässer, die man hier sieht, nach der Wende sind die hier. Richtig, die sind nach der Wende hier reingekommen. Zu Zeiten der Umweltministerin Angela Merkel. Die sind von 1997 bis 1998 eingelagert worden. Also kann man sagen, das ist Angela Merkels strahlende Altlast. Genau hier war vor nicht einmal 14 Jahren Bundesumweltministerin Angela Merkel langgelaufen. Und hier unten hatte sie verkündet, Moorsleben sei absolut sicher. Dabei wusste sie schon damals, dass Moorsleben undicht ist. Ich halte Moorsleben in dem Maße, wie wir es heute nutzen, für sicher. Und bei der Endlagerung vertraut man ja auf den Salzstock als Hülle und nicht auf das Fass. Kritiker erhielten von Angela Merkel einen Maulkorb. Sie ließ gegen massive Warnungen zigtausend Kubikmeter Atommüll in Moorsleben bunkern. Und heute? Moorsleben droht einzustürzen. Die Sanierung des Merkel-Irrtums kostet 2 Milliarden Euro. Dazu wollte ich die heutige Bundeskanzlerin befragen, aber alle Bitten um ein Interview wurden nicht einmal beantwortet. Deshalb ein direkter Versuch vor einem CDU-Kongress in Duisburg. Frau Bundeskanzlerin, lassen Sie erst mal die Begrüßung machen. Kommen Sie mal. Und die dürfen doch auch. Erstmal begrüßen. Frau Bundeskanzlerin, Christoph Lüttgert, Norddeutscher Rundfunk. Darf ich Ihnen kurze Frage stellen zu Moorsleben? Also wir sind jetzt hier bei der Frauenunion und jetzt. Ja, wir versuchen dauernd ein Interview dazu von Ihnen zu kriegen und kriegen keins. Später ließ Angela Merkel ausrichten, sie habe sich damals bei Moorsleben auf ihre Experten verlassen. Die Asse bei Braunschweig. Auch so ein Endlager für Atommüll. Auch hier hatten Politik und Industrie noch vor ganz wenigen Jahrzehnten den Menschen weisgemacht, die Asse sei absolut sicher. Aber jetzt Abfahrt ins Desaster. In die Salzkammern tief unter der Erde wurden in den 70er Jahren 128.000 Fässer mit strahlendem Müll gekippt. Experten hatten gewarnt, die Asse sei nicht dicht. Aber sie wurden ignoriert, wie jetzt bei Gorleben. Immer wieder Vorfahrt für Atom. Wer hier jetzt unter Tage Dienst tut, soll nur das Schlimmste verhindern. Ich koste das rötliche Salz und Barbara, die Schutzheilige der Bergleute, täuscht Kumpelnormalität vor. Ulrich Klemann vom Bundesamt für Strahlenschutz führt mich. Die Asse, sagt Klemann, drohe tatsächlich abzusaufen, wie schon vor Jahrzehnten vorausgesagt. Verschiedene Rettungskonzepte, zum Beispiel mit Flüssigbeton, wurden ausprobiert. Der Berg wandert und drückt. Klemann zeigt mir verbogene Eisenträger. 10.000 bis 12.000 Liter Wasser fließen täglich in die Grube. Wir hören es jetzt plätschern. Das ist also alles Wasser. Und das müssen wir halt eben möglichst hier schnell hier wieder aus dem Bergwerk herausbringen. Wenn Sie das jetzt hier nicht auffangen würden, würde die Grube hier so langsam unkontrolliert. Richtig. Unsichtbar hinter Wänden rotten tausende strahlende Fässer. Können Sie als technisch versierter Mensch irgend auch nur ein Restverständnis dafür aufbringen, dass man diesen eigentlich dieses völlig ungeeignete Salzbergwerk dafür genommen hat?
aus heutiger Sicht kann man es nicht mehr nachvollziehen, was hier stattgefunden hat. Aber wir müssen halt eben jetzt mit den Gegebenheiten leben. Ich meine, damals wussten wir doch auch schon, dass radioaktives Zeug gefährlich ist. Ja. Politik und Atomlobby, so scheint es, wollen die schlimme Geschichte wiederholen. Bei Gorleben nur noch gefährlicher. In vielen wissenschaftlichen Aufsätzen kann man die profunden Zweifel nachlesen. Sie stehen im Internet. Zweifel, über die sich Regierung und Industrie nach Asse und Moorsleben ein drittes Mal hinwegsetzen. Der Gorlebener Salzstock wird von oben nicht durch eine wasserdichte Tonschicht abgesichert. Das sogenannte Deckgebirge, in der Computergrafik bräunlich-bläulich eingefärbt, wurde in der Eiszeit vor 300.000 Jahren wie mit einem Riesenhobel abgeschliffen. Von oben kann Grundwasser das Salz auflösen, Radioaktivität könnte also freigesetzt werden. Besuch bei Professor Gerhard Jentsch in Jena, die Kapazität für Geophysik schlechthin. Herr Professor Jentsch, die Union, aber auch die Atomwirtschaft tut so, als gäbe es nichts, was gegen Gorleben als Endlager für hochradioaktiven Müll spreche. Ist das so? Gibt es nichts, was dagegen spricht? Es gibt sicherlich gute Argumente dagegen. Es ist bekannt, dass aufgrund der eiszeitlichen Aktivitäten das Deckgebirge beschädigt ist. Das heißt, die Abdichtung nach oben ist nicht komplett, ist nicht ausreichend. Wir haben ja nun leider das Beispiel Asse. Und da kann man nur sagen, das ist zwar nicht hundertprozentig vergleichbar mit Gorleben aus verschiedenen Gründen, aber da sieht man ja die Probleme. Es gibt Wasser in der Asse und es gibt auch Wasser in Gorleben. Wenn Wasser eindringt, dann haben wir das Transportmittel im Salzstock und dann löst sich das Salz, es kann sonst was passieren. Wie heißt das im Klartext? Dann könnte der Raum um Gorleben großflächig radioaktiv verseucht werden. Es ist auf jeden Fall eine Katastrophe, wenn sowas passiert. Fruchtbare Felder. Elbauen und endlose Wälder, das Wendland. Und mittendrin der Salzstock Gorleben. Zurzeit Stillstand dort unten, denn seit 10 Jahren wird der Salzstock nicht mehr erforscht. Das sogenannte Gorleben-Moratorium und jetzt eine Klage von Atomgegnern geben dieser Region noch mal eine Atempause. Berlin, SPD-Zentrale. Parteichef Sigmar Gabriel soll mir noch mal seine Initiative erläutern, mit der er als Umweltminister der Großen Koalition vor 4 Jahren die Blockade von Politik und Atomindustrie aufbrechen wollte. In Gorleben, so Gabriel damals, könne weiter gebohrt werden, wenn gleichzeitig geprüft werde, ob der Atommüll nicht sicherer in Ton oder Granit versenkt werden kann, also im Süden Deutschlands. Die ersten Signale des damaligen Kanzleramtsministers waren, das ist ein ganz gutes Konzept, aber insbesondere Bayern und Baden-Württemberg, weil die natürlich wussten, dass diese Ton- oder Granitformationen in Bayern und Baden-Württemberg waren, haben sofort erklärt, nie im Leben, es muss bei Gorleben bleiben. Das heißt, die glühenden Befürworter der Kernenergie, Stoiber und Oettinger, damals die beiden Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, haben diese alternative Endlagersuche blockiert. Ja, also das war natürlich insofern skandalös, als dass die beiden Länder waren, Bayern und Baden-Württemberg, die am lautesten nach der Verlängerung der Laufzeiten gerufen haben. Und die Ansage von Stoiber war, ihr könnt mit dem Gabriel über alles reden. Wir machen alles mit, aber eins dürft ihr nicht machen. Ihr dürft nicht mit ihm verhandeln, dass in Bayern nach einem Standort für ein Endlager gesucht wird. Die haben absolut Sperrfeuer gemacht und damit war das Thema tot. Brüssel, Sitz der EU-Kommission. Hier will Sperrfeuerschütze Oettinger jetzt als EU-Kommissar Druck machen. Zu Hause hatte er als CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg die Suche nach Endlagerstandorten in seinem Bundesland blockiert. Und jetzt will er per Richtlinie erzwingen, dass die EU-Staaten in den nächsten 4 Jahren konkret sagen, wie sie das atomare Entsorgungsproblem lösen wollen. Da in Deutschland gar keine Alternativen untersucht wurden, kann das nur heißen, Vorfahrt für den Salzstock Gorleben gegen alle wissenschaftlichen Bedenken. Die 4 Jahre erscheinen mir wirklich mit das Wichtigste.
interpretiere ich es richtig, wenn ich sage, ja, wir erhöhen den Zeitdruck? Bisher gab es keinen wirklichen Zeitdruck. Mit den 4 Jahren schaffen wir erstmals ein Datum, mit dem jedem klar werden muss, es weiter auszusetzen, ist nicht erlaubt. 2006 hat ja der Ministerpräsident Oettinger die Initiative für des damaligen Bundesumweltministers Gabriel blockiert, das Gorleben-Moratorium zu beenden und gleichzeitig an alternativen Standorten zu forschen. Und heute erhöht derselbe Herr Oettinger als Kommissar den Zeitdruck. Ist da nicht ein Widerspruch? Nein, überhaupt nicht. Es gibt in der deutschen Politik eine klare Linie. Die begann mal in einem breiten Konsens, damit Gorleben zu untersuchen. Und alles andere wäre im Augenblick ein Verlassen des früher einmal in breitem Einvernehmen getroffenen Vorgehens. Eibsee am Fuß der Zugspitze. Tief im Süden will ich zum letzten Mal erkunden, ob weiterhin das St. Florians-Prinzip gilt. Im Süden hat man die Atommeiler und im nördlichen Gorleben soll gefälligst der Müll versenkt werden, der 1 Million Jahre gefährlich strahlt. Fahrt mit der Zahnradbahn durch eine märchenhafte Winterlandschaft. Denn an diesem Tag plante der nach wie vor einflussreiche CSU-Politiker Edmund Stoiber zusammen mit anderen Senioren seiner Partei einen Ausflug auf die Zugspitze. Und in fast 3000 Metern Höhe die Überraschung. Stoiber bestreitet überhaupt nicht, dass er die Endlagersuche in Bayern blockiert hatte, ganz bewusst. Herr Dr. Stoiber, warum haben Sie den Kompromissvorschlag von Sigmar Gabriel im September 2006 so strikt abgelehnt? Der Meinungsstreit ging letzten Endes darum, soll man neben Gorleben jetzt beginnen, andere Standorte zu prüfen. Und das habe ich strikt abgelehnt, weil natürlich auch schon in Gorleben Milliardenbeträge investiert worden sind und man letzten Endes erst dann neu entscheiden kann, wenn eben Gorleben zu Ende geprüft worden ist. Die Menschen im Norden haben das Gefühl, der Dr. Stoiber ist ein glühender Befürworter der Kernenergie. Aber seinen Leuten in Bayern will er nicht das zumuten, was er den Leuten im Norden in Gorleben zumutet. Das geht jetzt nicht in erster Linie hier um Nord und Süd oder Ost und West, sondern es geht darum, bei einer einmal getroffenen Entscheidung, in die schon sehr, sehr viel auch an Geld investiert worden ist, bei dieser Entscheidung zu bleiben und erst neu zu entscheiden, wenn eben eine neue Entscheidung absolut notwendig ist. Sollte sich Gorleben als nicht geeignet herausstellen, sind Sie dann dafür, dass auch in Bayern gesucht wird? Wenn Gorleben am Ende der Prüfung nicht in Betracht kommen kann, dann sind alle aufgefordert, letzten Endes eine Alternative zu suchen, welche Lösung sich dann abzeichnet, ob wir gar über eine nationale Lösung hinausgehen müssen und eine europäische Lösung oder eine internationale Lösung suchen müssen. Das wird sich dann zeigen, wenn eben die Entscheidung getroffen ist, Gorleben geht nicht. Es könnte also zeitlich so knapp werden, dass am Ende wir den Atommüll ins Ausland geben müssen. Also internationale Lösungen darf man nie ausschließen. Danke. Die Katze ist aus dem Sack. Sollte Gorleben scheitern, vielleicht auch, weil in vielen Jahren ein Gericht die Pläne der Atomlobby zerreißt, womit viele rechnen, dann keine Suche im Süden. Dann den deutschen Atommüll lieber nach Russland. Ich fahre noch weiter nach Süden, über die Grenze zu unseren Nachbarn. Die kleine Schweiz macht's vor. Sie hat überhaupt nur 5 dieser Kernkraftwerke, aber sie sucht nicht nur, wie in Deutschland, an einer Stelle. Die Schweizer bohren an 3 Stellen, um den besten und wirklich sichersten Standort für ein atomares Endlager zu finden. Die deutsche Hauruck-Methode, bei der Zweifler ignoriert und Kritiker mundtot gemacht werden, wäre in der Schweiz undenkbar. Die Verantwortlichen wissen, im nächsten Volksentscheid würde ihnen das um die Ohren fliegen. Einfahrt nach Montérie.
jenes imposante unterirdische Felslabor, gut 50 Kilometer südlich von Basel. Hier werden die drei parallelen Probebohrungen für ein Schweizer Endlager koordiniert. Drei Bohrungen an drei Standorten. Tief unten warten auf mich Dr. Paul Bossin, er ist Direktor von Monterie, und der Geologe Markus Buser, er überwacht die Forschung. Das hätte jetzt dann die Größe einer Kammer zum Einlagern? Genau, das ist die ungefähre Größe. Natürlich wäre die dann viel länger, die wäre etwa ein Kilometer lang. Sie erklären mir, dass die Schweiz ihr Heil für die atomare Endlagerung im mächtigen Tongestein sucht. Sie erklären mir auch, dass die Forschung schon sehr weit sei und zu Optimismus Anlass gebe. Warum die Deutschen nur auf Gohr leben und nur auf das Salz setzen, verstehen sie einfach nicht. Was das Tongestein anbetrifft, können wir sagen, dass wir die Prozesse verstehen, dass das ganze Tongestein sehr robust ist und die radioaktiven Abfälle eigentlich über sehr lange Zeit einschließen kann. Ja, das können wir. Sie haben ja nun hier in der Schweiz viel Tongestein, wir haben auch in Süddeutschland Tongestein. Ist damit die Entscheidung faktisch schon gefallen? Ja, Tongestein wird es sein, da wird die Schweiz ihren radioaktiven Müll unterbringen. Ja, dieser Entscheid ist gefallen, auch von den Sicherheitsbehörden. Herr Buser, drei Standorte untersuchen Sie zurzeit als mögliche Endlager für hochaktiven Müll. Warum machen Sie es an drei Standorten? Es ist notwendig, Alternativen zu haben. Unser Energieminister hat dann gesagt, wir sollten ein Standortwahlverfahren durchführen, das offen ist. Und man ist zum Schluss gekommen, dass es Gebiete gibt, die sich besser eignen. Und in diesen drei Gebieten werden jetzt weitere Untersuchungen, respektive weitere Modelle gemacht. Diese drei Untersuchungen, werden die richtig gleichwertig parallel geführt? Oder ist es so, dass man sagt, also wir haben uns eigentlich schon auf eins festgelegt und die anderen macht man noch so ein bisschen so? Drei gleichwertige Untersuchungen? Es wird eine Gleichwertigkeit brauchen, wenn man Akzeptanz will. Man kann also nicht mit einem sehr gut untersuchten Standort in die Schlussphase gehen und an einem anderen Standort hat man weniger Kenntnisse. Also wenn man eine Auswahl will, dann ist es klar, man braucht Gleichwertigkeit. Das heißt, Glaubwürdigkeit gegenüber der Öffentlichkeit, sagen Sie, kann man nur herstellen, wenn man parallele Untersuchungsverfahren hat. Absolut. Wie schön altmodisch die Schweiz doch ist, denke ich mir bei der Ausfahrt. Da wollen die Verantwortlichen noch glaubwürdig für die Bürger sein. Bei uns in Deutschland, so scheint es, ist nach den Lügen von Asse und Moorsleben die Schamgrenze gefallen. Gorleben soll unbedingt als atomares Endlager durchgesetzt werden. Wissenschaftler und ihre Zweifel zu ignorieren, das hat im Land der Dichter und Denker jetzt schon Tradition.